Dieses Jahr war turbulent für die Piraten. Auf rauer See versuchten sie Kurs zu halten und gerieten trotzdem ins Schlingern. An Bord wurde auch gemeutert. Zu viele persönliche Querelen wurden öffentlich ausgetragen, inklusive einiger verbaler Entgleisungen. Da bezichtigt der Landeschef andere Piraten, Nazi-Methoden anzuwenden. Und der parlamentarische Geschäftsführer vergleicht den Höhenflug seiner Partei mit dem Aufstieg der NSDAP. Inzwischen hat sich auch bei den Wählern Ernüchterung breit gemacht, nach anfänglicher Euphorie. Er wirkte federleicht, der Weg der Piraten ins Abgeordnetenhaus. Satte 14% gab es in späteren Umfragen. Und heute, mit 7%, sind die Piraten nur noch die Hälfte wert. Die Prognosen für die Bundestagswahl 2013 liegen aktuell bei 3%. Wir hatten von April bis Mitte, Ende Sommer einen ziemlichen Hype. Das war sehr krass. Und jetzt gegen Ende kommt so ein bisschen Katerstimmung auf. Persönlich sind sich manche Piraten gar nicht mehr grün. Und böse Worte in der Öffentlichkeit irritieren potenzielle Wähler. Ist egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist, ne? Deng Xiaoping, Hauptsache sie fängt Mäuse. Ja, also nochmal, das ist nicht hier unser Privatvergnügen. Der Hammer des Jahres ist Gerhard Anger. Erst tritt der Landesvorsitzende nicht mehr zur vermutlich sicheren Wiederwahl an. Dann muss sein Nachfolger Hartmut Semken recht schnell gehen und schwupps hat der Gerhard wieder das Sagen. Ja, ich nehme die Wahl an. In der Fraktion ebenfalls ein bunter Postenwechsel. Martin Delius, bisher der parlamentarische Geschäftsführer, macht jetzt statt mit unglücklichen NSDAP-Vergleichen als Vorsitzender des BER-Untersuchungsausschusses von sich reden. Und hier beim Thema Flughafen konnten die Piraten dick punkten. Allerdings... Man darf nicht in diese Bedeutungsfalle tappen und der Versuchung erliegen zu glauben, dass alles fände nur wegen einem persönlich statt. Apropos persönlich, das wird der Pirat Lauer auch ganz gern. Geht es hier um Sachfragen oder geht es darum, sich selber ein bisschen ein von der Palme zu wählen, wie geil die letzten 100 Tage waren? Das Thema 100 Tage rot-schwarzer Senat ist ungefähr so aktuell wie Weihnachten dieses Jahr am 24. Dezember. Von ihrer inhaltlichen Arbeit ist zu wenig wahrzunehmen, das wissen die politischen Freibeuter. Ob kostenloses WLAN für Berlin oder Protest gegen die GEMA-Gebühren. Dabei steht die Bundestagswahl vor der Tür und da müssen auch Piraten lernen, mit Inhalten statt mit parteipolitischem Gezänk auf sich aufmerksam zu machen. Aber es wäre natürlich schade, wenn wir das aufgrund unserer eigenen Blödigkeit irgendwie verkacken. Also dass wir es eben nicht hinkriegen, 5% der Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Lauer jedenfalls will einen schärferen Kurs fahren und ruft die Piraten zur Raison. Dennoch 2013 kann das Entscheidungsjahr für die Piratenpartei werden.